Ja, jetzt sind wir zurück in unserem formschönen Dokument, das wir hier angelegt haben, unser Visitenkartenbeispiel. Gut, da sich es um eine Visitenkarte handelt, ist es naheliegend, dass wir das Dokument mit Text füllen wollen. Und deswegen wenden wir uns mal hier der rechten Seite von dem Bildschirm zu. Hier haben wir die Werkzeugleiste und hier sind verschiedene Werkzeuge drin. Jetzt, ich ziehe also die Werkzeugleiste ist frei verschiebbar, ne? Skalierbar, kann man auch vergrößern, wenn man möchte. Ich habe es jetzt mal rausgezogen, und zwar aus dem Grund, wenn man hier mit der Maus über dem Werkzeug stehen bleibt, dann kommt nach wenigen Sekunden der Werkzeugtipp. Bei mir wird es jetzt wohl gerade unterbunden durch die Software, die im Hintergrund läuft und den Bildschirm filmt, aber bei euch wird die funktionieren und dann kriegt ihr hier sofort Rückmeldung, um welches Werkzeug es sich handelt. Die Icons sind auch selbsterklärend. Hier oben wäre eine Hilfe, da könnt ihr den Namen eintippen oder generell alle Sachen eintippen, die ihr dann so wissen wollt. Das ist dann so das erste Hilfe zur Selbsthilfe. Jetzt habe ich aus Versehen meine Werkzeugleiste zugemacht, aber ist ja nicht so schlimm. Ich setze einfach meinen Arbeitsbereich wieder zurück und dann ist alles wie, als wäre nichts gewesen. Gut, mir wenden unsere Aufmerksamkeit mal hier auf das T. Und das T ist das Textwerkzeug. Dieses T hat da unten so einen kleinen, unscheinbaren Dreieck. Diese Dreiecke weisen bei jedem Werkzeug darauf hin, dass sich, wenn man die Maus gedrückt hält, sich das Menü ausklappt. Also da findet man dann noch mehr verschiedene Werkzeuge. Uns reicht das Normale. Jetzt wollen wir hier mal einen Text reinbringen in das Dokument. Und ich klicke einfach mal. Ja, und nichts passiert. Es liegt daran, dass InDesign rahmenorientiert ist. Also ihr müsst klicken und ziehen und eine Box in den Rahmen aufziehen. Das ist in dem Fall dann, und dann können wir lostippen, ist in dem Fall dann ein Textrahmen. Jetzt schreibe ich hier mal tollen Dummy-Text rein. Gut, jetzt wollen wir hier den Text in einer bestimmten Schrift formatieren. Gut, dann müssen wir uns diesen Menüpunkt hier oben zuwenden. Alternativ findet man das hier oben im Menü Schrift, findet man dieselben Menüs, aber das ist immer parallel dazu einblendet. Gut, hier ist die Minon gerade ausgewählt. Wir könnten jetzt hier reinklicken und erscheint eine Schriftliste mit den Schriften, die auf unserem System installiert sind. Gut, und man kann sich jetzt hier eine raussuchen und sagen, ja, möchte ich mal haben. Oder wir nehmen, wenn wir den Namen der Schrift wissen, dann können wir den hier direkt eintippen. Ich habe jetzt hier mal Garamond, die haben wir schon mal gehört. Dann nimmt er die Garamond, das möchte die Times. Gut, dann nimmt er die Times. Das wäre die Schriftenfamilie. Hier drunter hätten wir den Schriftenschnitt der jeweiligen Times. Gibt es Regular in Italic und Bold. Gut, wenn man so ein bisschen müde ist, dass man hier immer auswählen muss, reicht es auch, wenn man die Maus drin stehen lässt und mit den Cursor-Tasten rauf und runter, was sind diese Pfeiltasten auf der Tastatur, dann geht dieses, dann kann man durch das Menü navigieren. Es funktioniert genauso mit den Schriften. Also wenn ich hier nach oben, nach unten gehe, mit den Cursor-Tasten, dann kann ich schön durch die Schriften cruisen und ja, habt ihr einen schönen Überblick, der ist auf jeden Fall schöner als diese Mini-Beispiele, die hier in der Schriftliste angeboten werden. Die sind einfach, ja, die sind zu klein. Gut, zu klein war hier das Stichwort. Schriftgröße. Schriftgröße findet man daneben. Ist hier zum Teil was vordefiniert, ne? Schriftgrößen unter 8 Punkt. Ne? Konsultation, Lesegrößen 8 bis 12. Haben wir hier so ein bisschen zusammengefasst. Wir können aber auch Freiwerte angeben. Gebe ich einfach mal 30 ein. Gut, und passend zur Schriftgröße haben wir hier unten dieses Symbol Grundlinie nach Grundlinie. Es muss sich hier wohl um den Zeilenabstand handeln. Man kann jetzt hier eingeben. Macht natürlich keinen Sinn. Müsst hier einen Leerschlag rein, genau. Und Zeilenumbruch machen, dann kann ich den hier entsprechend einstellen. Entweder über diese Pfeile. Dum, 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 dum. Oder, und dasselbe funktioniert natürlich auch mit der Schriftgröße. Kann ich hier diese Pfeile oder frei oder nach vordefinierten Werten. Gut, das war jetzt mal die Geschichte mit dem Text. Jetzt, ja, jetzt möchte ich das
Ich habe das Textwerkzeug markiert und kann immer nur den Text markieren. Das ist blöd, jetzt möchte ich den Text aber irgendwie verschieben, dann muss ich das Werkzeug wechseln. Und da sind wir dann bei diesem Werkzeug. Und an der Stelle lasse ich das schon mal, das Video dann schon mal auslaufen mit dem ganzen, Bewegungswerkzeugen. Beschäftigen wir uns dann im nächsten Video.